Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, die letzte Folge haben wir damit beendet, dass wir Lothering verlassen haben und sind jetzt hier im Lager. Natürlich nicht alleine, Liliana ist dabei, Alistair und da hinten ist Morrigan, unser Barbari steht da hinten Wache. Genau, ich würde sagen, habe ich den Mod nicht an? Oh, nicht cool. Mist. Okay. Egal. Ja. Genau. Und Bodan ist dabei und Sandal, Stan. Also, wir haben eine gute Truppe zusammenbekommen, dafür, dass wir noch recht am Anfang des Spiels sind. Wir werden jetzt mit den ganzen Companions reden und das wird heute eher eine Vorlesefolge, weil wir haben noch einige Codex-Entries, die wir uns noch durchlesen müssen. Und wie ihr seht, es sind gut die zwei Kategorien, die können wir Gott sei Dank wegstreichen. Aber diese hier werde ich heute vorlesen in dieser Folge. Deswegen kann es sein, dass diese Folge hier auch etwas länger sein wird. Wir gehen jetzt erstmal zu Morrigan und fragen sie mal, wie es ihr geht. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch etwas fragen. Wenn es sein muss. Wie wurdet ihr zur Gestaltwanderin? Ich wurde nicht so geboren. Es ist eine Fähigkeit von Flemeth, die sie sich über viele Jahre in der Wildnis angeeignet hat. Die Chasend erzählen sich von uns Hexen, dass wir die Form anderer Wesen annehmen, um sie versteckt zu beobachten. Wenn ein Kind allein ist, von seinem Stamm getrennt, dann schlagen wir zu. Verschleppen den schreienden und zappelnden Jungen, um ihn dann zu verspeisen. Eine höchst amüsante Legende. Klingt wie etwas, was euch Spaß machen könnte. Ach, ich glaube kaum, dass Kinder den Aufwand wert wären. Sie sind dreckig und stinken, voller Tränen und Rotz und machen nichts als Ärger. Über den Geschmack meiner Mutter kann ich natürlich nichts sagen. Sie lebt schon sehr lange in der Wildnis und hat vieles getan, wovon ich nichts weiß. Warum fragt ihr? Wollt ihr etwas Spezielles wissen? Verbringt ihr viel Zeit als Tier? In manchen Nächten hat mich die Wildnis zu sich gerufen. Das ist wohl wahr. Man betrachtet die Welt um sich herum und denkt, alles sei vertraut. Aber ich habe sie als Wolf gerochen und als Katze gehört, bin durch Schatten geschlichen, von deren Existenz ihr nicht einmal zu träumen wagt. Aber ich lebe als Mensch und unterliege keinerlei gegenteiligen Illusionen. Wie reagieren andere Tiere auf euch, wenn ihr verwandelt seid? Sie scheuen nicht zurück. Ich glaube, sie nehmen mich als eine der ihren wahr. Was sie denken, weiß ich allerdings nicht. Denn so wie ich in jeder Form Mensch bleibe, bleiben sie Tiere. Darum können sie nicht sprechen, selbst wenn ich sie fragen würde. Von so einer Magie habe ich noch nie gehört. Nicht? In entfernteren Ländern ist so etwas durchaus bekannt. Es gibt magische Traditionen außerhalb des Zirkels der Magie, egal was diese Magier euch glauben machen wollen. Manche dieser Traditionen sind sehr alt und wurden als Geheimwissen von Generation zu Generation weitergegeben. Die Eiferer der Kirche würden die Bewahrer solcher Magie ausrotten, wenn sie könnten. Aber zum Glück gibt es noch welche, darunter auch meine Mutter. Mit Bewahren meint ihr Abtrünnige, oder? Nicht alle Abtrünnigen setzen die verbotene Blutmagie ein. Malefica schon. Aber darum, alle zu verurteilen, die sich nicht der Knechtung durch die Kirche unterwerfen, halte ich für einen gefährlichen Weg. Für viele bedeutet das Wort abtrünnig darum auch Freiheit. So, Entschuldigung, ich musste ganz kurz noch ein Wässerchen holen. Das ist alles, was ich fragen wollte. Wirklich? Habt ihr denn noch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten? Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Ich finde eure Fähigkeiten ziemlich nützlich. Eine sehr pragmatische Meinung. Von einem Mann habe ich so etwas noch nie gehört. Hä?
Aber ich bin kein Mann. Lasst uns gehen, bevor wir noch Staub ansetzen. Do you assume my gender? I'm not a woman. I'm not a man. I'm a mechanic. Oh Mann, Morrigan. Oh, die hat mich jetzt fertig gemacht. So. Warum Stan. Halten wir an? Wir sind Gefährten. Ich finde, ich sollte euch besser kennenlernen. Wir müssen die dunkle Brut bekämpfen. Ist diese Verzögerung notwendig? Geht es euch gut? Ihr wart wochenlang im Käfig. Macht ihr euch Sorgen? Das müsst ihr nicht. Ich bin gesund genug, um zu kämpfen. Ich bin noch nie einem Kunari begegnet. Erzählt mir etwas über euer Volk. Nein. Nein, das hatte ich nicht erwartet. Gewöhnt euch an Enttäuschungen. Ein Volk ist ein komplexes Gefüge. Man kann es nicht einfach der Verständlichkeit halber zusammenfassen wie: Die Elfen sind ein schlankes, spitzohriges Volk, das sich durch Armut hervortut. Ihr seid ein wenig feindselig, nicht wahr? Das haben mir schon viele Menschen gesagt. Ich verstehe es nicht. Wäre ich wirklich feindselig, würde euer Blut fließen. Ihr sagtet, ihr seid in der Armee. Das bin ich. Wieso habt ihr euch entschieden, Soldat zu werden? Entschieden? Ich bin ein Sten de Beresat. Ich habe ebenso wenig entschieden, wer ich bin, wie ihr. Ja, so. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wieso? Und dann müsste er eigentlich sagen, nö, das erzähle ich dir nicht, weil das ist ein sehr komplexes System. Aber warum sollten die Kunari Soldaten hierher schicken? Die Antam sind die Augen, Hände und Münder der Kunari. Durch uns lernt mein Volk die Welt kennen. Habt ihr je in einem Krieg gekämpft? Ich habe immer im Krieg gekämpft, Mensch. Dann müsstet ihr euch auf den Schlachtfeldern auskennen. Auf einigen. Sie sind nicht alle gleich. Boah, meine Fresse, mein Nachbar wieder, ne? Wieder nur am Rumpoltern. Jedes Mal, wenn ich irgendwas machen möchte, was mir Spaß macht. Jetzt hat er aufgehört. Hat er gehört, was ich gesagt habe? Fällt es euch immer so schwer, Fragen zu beantworten? Im Allgemeinen ja. Ich weiß nicht, wieso das von Bedeutung ist. Seheron und Parfollen sind fern. Ferelden und die Dunkle Brut verlangen sofortiges Handeln. Das ist wahr. Lasst uns gehen. Wie ihr wünscht. Na, oh, aber ein bisschen Sympathie haben wir uns schon eingeholt. Ja? Ich möchte mit euch reden. Nun, ich bin hier. Wie war das Leben im Kloster der Kirche? Ruhig. Wirklich sehr geeignet zur Kontemplation. Im Kloster, abseits der Hektik und Unruhe der Stadt, habe ich Frieden gefunden. Und in dieser Stille konnte ich den Erbauer hören. Aber es war nicht perfekt. Einige meiner Kirchengeschwister waren ziemlich herablassend. Aber vermutlich sind religiöse Menschen einfach so. Ich sag jetzt mal nichts, weil, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Dennoch gibt es ein paar, die wirklich dem entsprechen. Herablassend? Wie das? Als ich über meine Überzeugung sprach, dass der Erbauer selbst in der Schönheit der Welt zutage tritt, erntete ich von ihnen nur Verachtung. Sie wollen glauben, dass er fort ist. Denn wenn sein Blick dann auf sie fällt, können sie sich mit Fug und Recht als Auserwählte bezeichnen. Er kann ja schließlich nicht alle lieben. Kranke und Schwache, Bettler und Narren. Und was sagtet ihr ihnen daraufhin? Was konnte ich sagen? Sie glauben an das, was die Kirche ihnen vorschreibt. Und die Kirche ist unfehlbar. Vielleicht irre ich mich, aber der Erbauer entscheidet, ob ich seiner würdig bin. Nicht die Menschen, nicht die Kirche. Aber auf uns wartet Arbeit und ich habe erst mal genug geredet. Okay. Was benötigt ihr? Ich möchte etwas fragen. Nur zu. Was genau kann ein Templer alles? Im Grunde ist es eine Kampfausbildung. Die Kirche verkündet zwar, dass die Templer nur der Verteidigung dienen, aber lasst euch nicht täuschen.
Sie sind eine Armee. Eine weitere Hauptaufgabe der Templer ist die Jagd auf Magier. Dafür lernen wir, Mana zu entziehen und Zauber zu unterbrechen. Könnten auch andere diese Fähigkeit erlernen? Möglicherweise, aber dazu besteht meist gar keine Gelegenheit. Die Kirche hält ihre Templer an der kurzen Leine. Wir bekommen Lyrium zur Entwicklung unserer magischen Begabungen. Das heißt, wir werden süchtig. Und da die Kirche den Lyriumhandel mit den Zwergen kontrolliert, nun, den Rest könnt ihr euch denken. Wie schrecklich. Ich kann gar nicht glauben, dass sie sowas tun. Tun sie aber. Und zwar überzeugt davon, im Recht zu sein. Zum Erlernen der Templerfähigkeiten ist Lyrium gar nicht notwendig. Es macht sie nur wirkungsvoller. So heißt es zumindest. Vielleicht stimmt nicht einmal das. Die Kirche lässt ihre Templer normalerweise auch nicht gehen. Sie könnten ja Geheimnisse verraten. Ich bin eine Ausnahme. Ich hatte Glück. Was benötigt ihr? Nur zu? Erzählt mir von den Grauen Wächtern. In ihrem jetzigen Zustand? Was würde geschehen, wenn wir einfach gingen? Einfach gingen? Ihr meint weg aus Ferelden? Ich weiß es nicht. Wenn es einen Erzdämon gibt, müssten wir die einzigen sein, die ihn besiegen können. Die Verderbnis würde sich also ungehindert ausbreiten. Irgendwann würden graue Wächter in Orlais und anderen Ländern davon erfahren und herkommen, um sie zu bekämpfen. Aber für Ferelden wäre es dann zu spät. Unmöglich. Ich gehe hier nicht weg. Müssen wir den Orden neu aufbauen? Letztlich schon. Denn um neue graue Wächter zu haben, muss ja jemand den Beitritt durchführen, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, wie es geht oder was man dafür braucht. Ich weiß nur, es hat mit Lyrium und Magie zu tun. Und die Vorbereitung ist sehr schwierig. Mehr nicht. Solange wir nicht mehr über den Beitritt wissen, sollten wir uns damit anfreunden, dass es im Moment nur uns beide gibt. Bis Hilfe von woanders eintrifft. Was geschieht jetzt, wo nur noch wir beide übrig sind? Vermutlich werden sich die grauen Wächter außerhalb Fereltons irgendwann fragen, was passiert ist. Und warum sie nichts mehr von Duncan hören. Sie werden jemanden schicken. Aber dem können Loghains Leute in Denerim sonst was erzählen. Vielleicht schicken sie auch niemanden. Wir könnten sie kontaktieren. Aber dazu müssten wir Ferelden verlassen. Und selbst wenn wir Erfolg hätten, wären wir niemals rechtzeitig zurück, um die Verderbnis noch aufzuhalten. Was immer also geschieht, es liegt an uns. Gibt es irgendwo ein Hauptquartier? Hier in Ferelden ist das unser Gelände in Denerim, beim Palast. Aber darüber hat Loghain jetzt die Kontrolle. Und er lässt es sicherlich auch beobachten. Daneben gibt es nur noch die Feste von Weißhaupt. Das ist das Hauptquartier aller grauen Wächter von Anderfels. Es ist 1000 Meilen entfernt. Und ich weiß nicht mal, wie ich Kontakt aufnehmen könnte. Wenn wir also nicht nach Denerim zurück wollen, lautet die Antwort nein. Es gibt keinen Ort, wo wir hin könnten. Okay, ich habe keine Zumindest Fragen nicht mehr. Über die grauen Wächter. Also gut. Was benötigt ihr? Nur zu. Ihr sagtet, diese Al-Imen hat euch also aufgezogen. Sagte ich das? In Wahrheit waren es Hunde. Riesige, sabbernde Hunde aus Anderfels. Ein ganzes Rudel von ihnen. Soweit ich mich erinnere, habt ihr Flemeth etwas anderes erzählt. Nun, wenn ihr so penibel auf die Tatsachen achten wollt, bitte? Ja, stimmt. Mal sehen, wie erkläre ich das? Ich bin ein Bastard. Und spart euch die Sprüche. Ich meine damit, ich habe keinen Vater. Meine Mutter war Dienerin auf Schloss Radcliffe und starb, als ich noch sehr klein war. Al-Imen war nicht mein Vater, aber er hat mich aufgenommen und mir ein Dach über dem Kopf gegeben. Er war gut zu mir, obwohl er es nicht musste. Ich respektiere ihn und verüble es ihm nicht, dass er mich in die Kirche schickte, sobald ich alt genug war. Warum hat er euch zur Kirche geschickt? Al-Imen heiratete später eine junge Frau aus Orlais. Was sein Verhältnis zum König trübte, so kurz nach dem Krieg. Aber er liebte sie. Jedenfalls verabscheute die neue Arlessa die Gerüchte, dass ich sein Bastard wäre.
Sie waren falsch, aber sie kursierten. Dem Aal war das egal, aber ihr nicht. Also wurde ich mit 10 Jahren in das nächstgelegene Kloster gebracht. Auch gut. Die Alessa sorgte dafür, dass das Schloss nicht mehr mein Zuhause war. Sie verachtete mich. Wie kann man so etwas einem Kind antun? Naja, meine Anwesenheit hat sie verängstigt. Das ist mir heute klar. Ich kann es ihr nicht verübeln. Sie hat sich bestimmt gefragt, ob die Gerüchte nicht doch wahr sind. Ich hatte ein Amulett mit dem heiligen Symbol von Andraste. Die einzige Erinnerung an meine Mutter. Als ich fortgeschickt wurde, war ich so wütend, dass ich es gegen die Wand schleuderte. Es zerbrach. Das war sehr dumm. Der Aal besuchte mich einige Male im Kloster, aber ich war stur. Es gefiel mir dort nicht und ich gab ihm die Schuld an allem. Irgendwann kam er dann einfach nicht mehr. Und ihr glaubt, der Aal wird uns helfen? Oder, nee, ihr wart jung. Und wurde von Hunden aufgezogen. Zumindest habe ich mich so aufgeführt. Oder vielleicht benehmen sich alle jungen Bastarde so. Ich weiß nur, dass der Aal ein guter Mann ist und dass das Volk ihn liebt. Außerdem war er König Kaelens Onkel. Er müsste ein Interesse daran haben, Loghain zu bestrafen. Wie auch immer, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Okay. Gehen wir jetzt noch zu unserem Hundi. Ah, mieses kleines. Habt ihr schon wieder vor eurem eigenen Schatten erschreckt? Ach, ihr seid so geistreich, dieser schneidende Witz. Euer haariger Freund hier hat es mir übel genommen, dass ich seinem Fressen zu nahe gekommen bin. Er hat nach mir geschnappt. Seht nur. Das war nur eine Warnung. Er hätte euch auch die Hand abreißen können. Glaubt ihr, das wüsste ich nicht? Ich vergesse einfach manchmal, dass er ein Kriegshund ist. Es wird mir eine Lehre sein. Oh. So, dann haben wir jetzt soweit mit allen Companions gesprochen. Mit dem Herrn hier werden wir noch nicht reden. Weil das ist eine Quest, die sollten wir vielleicht etwas später anfangen. Und zu Sandal müssen wir eigentlich jetzt auch noch nicht. Deswegen würde ich sagen, ich speichere hier einmal ganz kurz, damit wir die Konversation auf jeden Fall schon mal durch haben. Und wir lesen uns jetzt die Codex-Einträge durch. Wie ihr seht, das ist eine Menge. Ich glaube, bei Gegenstände, ja, das können wir auch noch lesen. Das sind ja so Legenden, würde ich ja mal sagen, bezüglich Gegenstände. Gut, wir fangen aber mit den Kreaturen an. Und ja, ich habe leider keine ASMR-Stimme. Aber ich versuche es so angenehm wie möglich vorzulesen. Und ja, legen wir einfach mal los. Der Erzdämon. In ewiger Finsternis suchten sie nach denen, die sie aufgestachelt hatten, bis sie schließlich ihr Ziel erreichten. Ihren Gott, der sie verraten hatte. Den schlafenden Drachen Dumat. Ihre Verderbtheit verdarb sogar den falschen Gott und der Flüsterer erwachte schließlich voller Pein und Angst und führte sie an, Zerstörung zu bringen, über alle Länder der Welt, die erste Verderbnis. Die falschen Drachengötter des Reichs von Tevinter liegen tief in der Erde begraben, wo sie gefangen sind, seit der Erbauer sie gestürzt hat. Niemand weiß, was die dunkle Brut bei ihrer unermüdlichen Suche nach den alten Göttern antreibt. Vielleicht Instinkt, wie Motten, die ins Feuer der Fackel fliegen. Vielleicht der Rest eines Rachedurstes gegen jene, die die Magister dazu trieben, sich gegen den Himmel zu stellen. Aber wie auch immer, wenn die dunkle Brut einen jener alten Drachen findet, wird er umgehend von der Verderbtheit ergriffen. Er erwacht, völlig verdorben, und führt die dunkle Brut zum Großangriff. Eine Verderbnis. Kein Tier liebte Farmen mehr als den Bären. Als die Welt noch neu war, überantwortete De Farmen jeder Kreatur ein Geheimnis. Die Füchse gaben das ihre Andruil und bekamen dafür Flügel. Die Hasen schrien das ihre in die Welt hinaus. Die Vögel verkauften das ihre gegen Gold und Silber. Nur die Bären bewahrten De Farmens Geschenk. In ihren Bau schliefen sie monatelang und ihr Geheimnis war dabei ihr einziger Gefährte. Als De Farmen sah, wie mit seinen Geschenken gemacht worden war,
nahm er den Füchsen die Flügel wieder weg, ließ die Hasen verstummen und machte die Vögel zu Bettlern. Nur die Bären ehrte er für ihre Standhaftigkeit. Bären greifen so gut wie nie Reisende an. Die sind so scheu und tagsüber so wenig aktiv, dass die meisten niemals einen Bären auch nur sehen. Wird ein Bär jedoch provoziert, kann er sehr gefährlich werden. Die für gewöhnlich friedlichen Tiere geraten dann in Wut und teilen mit ihren Tatzen gewaltige Hiebe aus, die einen Mann von den Füßen holen können. Ich glaube, den unteren Teil werde ich nicht vorlesen, weil das ist ja mehr als obvious, aber wenn ich merke, so okay, das sind schon interessante Informationen, lese ich die natürlich durch. Genlocks. Genlocks sind die meistverbreitete Form der dunklen Brut unter der Erde, untersetzt, zäh und schwer zu töten, selbst mit Magie. Alphas. In jeder Gruppe von Genlocks gibt es ein dominantes Exemplar, das größte, stärkste und klügste. Die Alphas sind eine Art Anführer, die den anderen im Kampf Befehle erteilen. Abgesandte. Die intelligentesten Alphas werden begabte Zauberer, deren zahlreiche Fähigkeiten denen der Blutmagie ähneln. Man nennt sie Abgesandte und sie tauchen normalerweise nur während einer Verderbnis auf. Herlocks. Herlocks sind größer als ihre Verwandten, die Genlocks, nämlich etwa menschengroß, allerdings weitaus stärker und ausdauernder. Sie bilden die Einsatztruppe der dunklen Brut und ein einziger rasender Herlock kann durchaus mit mehreren Gegnern gleichzeitig fertig werden. Herlocks verewigen in groben Tätowierungen ihre getöteten Feinde und Heldentaten, wobei nicht bekannt ist, ob dem ein uniformähnliches Regelwerk zugrunde liegt. Alphas. Alpha-Herlocks sind intelligente und geübtere Kämpfer, die oft als Kommandanten oder sogar Generäle eingesetzt werden. Abgesandte? Während einer Verderbnis wurden auch schon Herlock-Abgesandte gesehen. Sie sind als einzige der dunklen Brut der menschlichen Sprache mächtig und verfügen meist über magische Fähigkeiten. Mabari-Kriegshund. Hunde sind ein essentieller Bestandteil der Kultur von Ferelden und kein Hund wird mehr geschätzt als ein Mabari. Die Rasse ist laut Mythos schon uralt und wurde angeblich aus den Wölfen gezüchtet, die Dane gedient haben. Dank ihrer legendären Intelligenz und Treue sind sie weitaus mehr als nur eine Waffe oder ein Statussymbol. Die Hunde wählen ihre Herren selbst aus und bleiben dann ihr Leben lang bei ihm. Wer einen Mabari hat, gilt in ganz Ferelden sofort als bedeutend. Die Mabari sind auch ein wichtiger Bestandteil der Militärstrategie von Ferelden. Nach der Ausbildung können sie Ritter aus dem Sattel holen oder Infanterielinien durchbrechen und ein Rudel bellender Kriegshunde löst selbst bei erfahrenen Soldaten Anflüge von Panik aus. Oger. Die massigen Oger überragen die andere dunkle Brut und sind ein seltener Anblick, selbst auf dem Schlachtfeld. Üblicherweise tauchen sie nur während einer Verderbnis auf, aber es heißt, auch in den tiefen Wegen wären schon einzelne oder kleine Gruppen bei der Jagd beobachtet worden. Zumindest ein Bericht der Grauen Wächter spricht von einem einzelnen Oger in der Korkari-Wildnis im Jahre 919 des Drachenzeitalters, allerdings geschwächt und damit ein leichter Gegner. Während der Verderbnis dagegen können bis zu 100 dieser Kreaturen in eine Horde der dunklen Brut begleiten. Mit ihrer gewaltigen Stärke durchbrechen sie Befestigungsanlagen und sprengen die vorderen Linien der gegnerischen Armee. Sie rennen mit roher Gewalt gegen die Feinde an. Wie Stiere, ihre Faustschläge lassen die Erde vibrieren und Gegner straucheln und sie werfen mit gewaltigen Felsbrocken. Der Nahkampf gegen einen Riesen, der einen Krieger mit einer Hand fast zerquetscht, während er mit der anderen auf ihn eindrischt, gestaltet sich oft als schwierig. Das Opfer kann versuchen, sich frei zu strampeln, oder ein Verbündeter schlägt auf den Oger ein, um den Gefährten zu retten. Ratte. Seid ihr verrückt? Selbst die denkbar größte Ratte stellt kein Problem dar, wenn man größer als eine Katze ist. Sogar von der Verderbnis betroffene Ratten, so lehren uns die Archive, können schlimmstenfalls die Seuche verbreiten. Die Ratten selbst wurden dabei plötzlich 3 Fuß lang und hatten überall spitze Knochendornen und Eiterbeulen. Das ist sicherlich ekelhaft, aber gefährlich? Wir sind hier nicht in einer Fantasy-Welt, junger Mann. Ihr solltet euch um ganz andere Kreaturen Sorgen machen. Niederschrift eines Vortrags von Nalia, Oberverzauberin von Hosberg, 844, gesegnetes Zeitalter. Anmerkung, aufgefressen von einer Verderbnisratte im Jahr 846, gesegnetes Zeitalter. Riesenspinnen.
Riesenspinnen tauchen meist in alten Ruinen und anderen Plätzen auf, wo der Schleier durch magische Störungen oder eine große Zahl von Todesfällen dünn geworden ist. Entschuldigung. An solchen Orten dringen Geister und Dämonen in die Welt der Lebenden ein und versuchen die Kontrolle über Lebewesen zu erlangen, darunter auch Spinnen. Allerdings sind nicht alle Skularen oder Scholaren, ich glaube man sagt Scholaren, richtig, von diesem Erklärungsversuch überzeugt. Einige sind vielmehr der Ansicht, der dünne Schleier ließ es zu, dass Magie aus dem Nichts durchsickert und Kreaturen wie die Spinnen verdirbt. Sie werden dann zu größeren und stärkeren Wesen, als die Natur es je vorgesehen hat. Es ist zwar bekannt, dass ihr Gift sehr stark ist und sie ihr Netz im Kampf gegen Feinde einsetzen, aber es gibt kaum Studien über sie und ihre weiteren Fähigkeiten sind daher noch immer im Verborgenen. Wolf. Der schlechte Ruf des Wolfes in Ferelden ist völlig ungerechtfertigt. Dass ein Land, das Hund so sehr liebt, gleichzeitig Wölfen gegenüber so misstrauisch ist, erscheint unvernünftig. Allerdings nur, wenn man mit den alten Werwolf-Legenden nicht vertraut ist. Früher einmal gab es eine Zeit in Ferelden, in der Dämonen in großer Zahl und Wölfen Besitz ergriffen. Es gibt zu Kriegen gegen die Werwölfe und überall herrschte Furcht und Panik. Am Ende wurden die Werwölfe zwar erschlagen, aber bis heute stößt daher auch der noble Wolf aller Orten auf Misstrauen. Aus Legenden aus Ferelden von Mutter Aelis von Denerim 9, 10, Zeitalter der Drachen. So, damit hätten wir die Kreaturen vorerst durch. Dann gehen wir jetzt mal rüber zu den Gegenständen. Havards Aegis. Havard war Maferats engster Freund. Sie waren im selben Clan der Avar, gemeinsam aufgewachsen und hatten in so vielen Schlachten Seite an Seite gekämpft, dass Maferat in Havard den Aegis nannte, weil er verlässlicher war als jeder Schild. Maferat brachte Havard zu seinem Treffen mit Tevinter mit, denn es war undenkbar, seinen Feinden ohne einen Aegis gegenüberzutreten. Als Havard begriff, dass Maferat Andraste verriet und sie der Hinrichtung überließ, wollte er dennoch nicht sein Schwert gegen seinen Freund und Lehnsherren ziehen und stellte sich zwischen Andraste und die Soldaten von Tevinter. Die Männer von Tevinter schlugen ihn nieder und Maferat ließ den vermeintlich Toten einfach liegen. Aber so schnell fällt ein Aegis nicht. Havard überlebte und schleppte sich schwer verwundet zu den Toren Minrathes, um die Hinrichtung zu verhindern. Zu spät. Er fand nur noch die Asche der Prophetin, die man im Wind und Regen überlassen hatte. Als seine Finger die Asche berührten, vernahm er plötzlich ein Lied und sah vor sich Andraste in einem Kleid aus Sternenlicht. Sie kniete bei ihm nieder und sprach: »Der Erbauer wird euch nie vergessen, solange ich mich erinnere.« Seine Wunden schlossen sich. Neu erstarkt nahm Havard die Asche unserer Herren auf und brachte sie zurück ins Land der Alamari. Sehr viel Lore, ich weiß, aber deswegen lese ich ja die Codex-Einträge durch, damit ihr dann so die Zusammenhänge dann auch viel besser nachvollziehen könnt. Magie und Religion. Die Verderbnis. Trotz all ihrer Macht, all ihrer Triumphe waren die Magier-Lords von Tevinter doch Menschen und dem Tode geweiht. Dann flüsterte eine Stimme in ihnen: Wollt ihr eure Macht wirklich der Zeit anheimgeben, wie die Tiere auf dem Felde? Ihr seid die Herren der Welt. Geht und beansprucht den leeren Thron im Himmel für euch und werdet Götter. Im Geheim wirkten sie Zauber um Zauber mit all ihrer Macht und Eitelkeit. Sie wandten sich gegen den Schleier, bis er ihnen schließlich Platz machte. Über ihren Einfluss aus Licht von ihnen wartete der Thron des Himmels, zu ihren Füßen die Spuren des Erbauers und um sie herum das Echo einer enormen Stille. Doch als sie nur einen Schritt wagten in Richtung des leeren Throns, rief eine gewaltige Stimme und erschütterte das Fundament von Himmel und Erde. Itzo wird die goldene Stadt schwarz mit jedem Schritt in meine Halle. Was? Itzo? Ich glaube, da ist ein Übersetzungsfehler drin. Bewundert ihre Perfektion, denn sie schwindet. Ihr habt Sünde in den Himmel getragen und Verderben über die Welt gebracht. Mit Macht wurden sie zurückgeworfen, denn kein sterblicher Körper darf beschreiten das Reich der Träume und gezeichnet ob ihrer Untat die Körper so entstellt, dass niemand sie mehr ansehen wollte und Menschen in ihnen erkennen. Tief in die Erde flohen sie, weg vom Licht. In ewiger Dunkelheit suchten sie jene, die sie aufgestachelt hatte, bis sie ihn schließlich fanden, ihren Gott, der sie verraten hatte, den schlafenden Drachen Dumat. Ihre Verderbtheit setzte dem falschen Gott zu
und der Flüsterer erwachte schließlich voller Schmerz und Angst und führte sie an, zu den Verwüsteten aller Länder der Welt, die erste Verderbnis. Der Erbauer. Es gab kein Wort für Himmel oder Erde, Meer oder Luft, es gab nur das Schweigen. Dann erklang die Stimme des Erbauers, sprach das erste Wort, und sein Wort wurde alles, was sein würde. Traum und Idee, Hoffnung und Furcht, unendliche Möglichkeiten. Daraus schuf er seine Erstgeborenen, und er sprach zu ihnen, ich forme euch nach meinem Bilde und gebe euch die Herrschaft über alles, was ist. Nach eurem Willen wird sich alles richten. In der Mitte des Himmels sodann erschuf er eine Stadt mit goldenen Türmen, gepflasterten Straßen voller Musik und Fahnen, die ohne Wind flatterten. Dort saß er und wartete auf die Wunder, die seine Kinder erschaffen würden. Die Kinder des Erbauers versammelten sich vor seinem goldenen Thron und sangen Lobeshymnen ohne Unterlass. Doch ihre Lieder waren die Lieder der Pflastersteine. Ihr goldener Lichtschein war nur gespiegelt von des Erbauers Thron. Sie schwangen Fahnen, die von selbst flatterten. Und die Stimme des Erbauers erschütterte das Nichts und sprach, nach meinem Bilde schuf ich meinen Erstgeborenen. Ihr bekamt die Herrschaft über alles, was ist. Nach eurem Willen richtet sich alles. Dennoch geschieht nichts. Das Reich, das ich euch überlassen, ist ohne Form, verändert sich ständig. Und er erkannte, dass sein Werk fehlerhaft war. Also wandte sich der Erbauer von seinen Erstgeborenen ab und entnahm dem Nichts ein Stück lebendes Fleisches, das er entfernt von den Geistern platzierte, und sprach, hiermit bestimme ich Gegensätzlichkeit in allem, für die Erde der Himmel, für den Winter der Sommer, für die Dunkelheit das Licht. Mein Wille allein schafft Gleichgewicht und gibt der Welt ein neues Leben. Damit war sie nicht länger ohne Form, sich ständig verändernd, sondern starr und fest, mit Wörtern für Himmel und Erde, Meer und Luft. Als letztes schuf der Erbauer in der lebendigen Welt den Menschen. Unveränderlich wie die Erde, mit Seelen aus Träumen und Ideen, Hoffnung und Furcht, unendliche Möglichkeiten. Dann sprach der Erbauer, dir, meinem Zweitgeborenen, gebe ich dieses Geschenk. Es möge brennen in deinem Herzen, eine unlöschbare Flamme, die alles verschlingt und niemals satt ist. Aus dem Nichts habe ich dich erschaffen, und ins Nichts sollst du zurückkehren, jede Nacht im Traum, auf das du mich nie vergessen sollst. Dann versiegelte der Erbauer die Tore der goldenen Stadt, und dort saß er und wartete auf die Wunder, die seine Kinder erschaffen würden. Die kaiserliche Kirche. Manche behaupten, die Kirche wäre überall genau wie hier. Die göttliche in Val-Royaux würde unter den Augen des Erbauers unangefochten herrschen, und niemand in Thedas würde das in Frage stellen. Glaubt das nicht. Das zweite Gebot des Erbauers, Magie muss dem Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen, hatte im alten Reich von Tevinter eine andere Bedeutung als überall sonst. Die dortige Kirche legte die Regel so aus, dass Magier zwar niemals den Verstand anderer Menschen kontrollieren sollten, aber abgesehen davon war alles erlaubt, was den Herrschenden Vorteile brachte. Als der Klerus von Tevinter den Gesang des Lichts umschrieb, um seine Interpretation zu verankern, befahl die Göttliche in Val-Royaux wieder den ursprünglichen Gesang zu rezitieren. Tevinter weigerte sich und erklärte Val-Royaux für korrupt, was sich zu einem Streit auswuchs, der im Jahre 487 im Zeitalter der Türme dazu führte, dass die Kirche von Tevinter ihren eigenen rechtmäßigen und unkorrumpierten göttlichen Valheil ernannte, der nicht nur ein Mann war, sondern auch eines der wichtigsten Mitglieder des Zirkel der Magi von Tevinter. Dieser schwarze Göttliche wurde außerhalb von Tevinter abgelehnt. Die Kirche in Val-Royaux betrachtete seine Existenz als Affront. 4 erhabene Märsche gegen die Rebellen später hatte die Kirche in Val-Royaux lediglich erreicht, dass die Spaltung unumkehrbar geworden war. Die Lehren der kaiserlichen Kirche sind größtenteils dieselben, nur die Verbote von Magie sind weitaus schwächer ausgeprägt und die Priester sind vorwiegend männlich. Der Zirkel der Magi herrscht direkt über Tevinter, seit Archon Numaran im Jahre 734 des Sturmzeitalters unter großer Zustimmung des Volkes direkt aus den Reihen der Verzauberer gewählt wurde.
Er setzte die alten Regeln außer Kraft, nach denen Magier sich nicht politisch betätigen durften, und binnen eines Jahrhunderts übernahmen die wahren Herrscher der verschiedenen kaiserlichen Häuser, die Magier, ganz offen die entsprechenden Ämter in der Regierung. Der kaiserliche Göttliche stammt heute stets aus den Reihen der ersten Verzauberer und fungiert sowohl als Göttlicher wie auch als Großverzauberer. Außerhalb von Tevinter gilt dieses Vorgehen bei jedem Mitglied der Kirche als Ketzerei, ein Rückschritt in der Zeit der Magister, die Verderbnisse über uns gebracht haben. Dennoch ist es so, und obwohl wir das Reich von den Tevintern gefürchteten Kunari überlassen haben, hat es sich trotzdem behauptet. Weitere Konflikte zwischen den schwarzen Göttlichen und unserer weißen Göttlichen sind unvermeidbar. Das Nichts. Die Beschäftigung mit dem Nichts ist so alt wie die Menschheit. Seit der Mensch träumt, wandert er auf den verschlungenen Wegen des Nichts, erspäht bisweilen sogar die Stadt in der Mitte. Es ist uns so nah wie unsere Gedanken und dennoch unüberbrückbar von unserer Welt getrennt. Das Reich von Tevinter hat früher einmal gewaltige Mengen Gold, Lyrium und Sklaven darauf verwendet, eine Karte des Nichts anzufertigen, was sich letztlich als fruchtloses Unterfangen herausstellte. Teilen des Nichts unterstehen zwar mächtigen Geistern, aber dennoch ist es als ganz ständiger Veränderung unterworfen. Das Reich fand die Territorien von einem etwa Dutzend Dämonenfürsten und katalogisierte einige hundert Arten von Geistern, musste das Vorhaben dann aber aufgeben. Die Verbindung von Träumen und dem Nichts ist kompliziert. Sterbliche haben dort keine Kontrolle, selbst wenn sie es unter Einfluss von Lyrium betreten. Die dort lebenden Geister sind zur Veränderung fähig, aber wie die Kirche uns lehrt, fehlt es ihnen an Fantasie und Ehrgeiz. Sie erschaffen nur, was sie durch ihre schlafenden Besucher sehen, stellen Kopien unserer Städte, Völker und Ereignisse her, einem Spiegel gleich, doch es fehlt an Zusammenhang und Eigenleben. Selbst die mächtigsten Dämonen ahmen die schlimmsten Gedanken und Ängste der Sterblichen lediglich nach, und ihr einziger Antrieb dabei ist, ein Gefühl für das Leben zu entwickeln. Die Chasind. Die Wilden der Chasind leben in der Korkari-Wildnis, seit sie in den ersten Kriegen gegen die Alamari vor etwa 1000 Jahren nach Süden vertrieben wurden. Laut ihrer eigenen Überlieferung hatten sie schon immer im Wald gelebt und konnten sich daher rasch an ihre neue Heimat anpassen. Es gibt dort viel Wild und Fisch und die Chasind vermehren sich. Eine Zeit lang waren sie und das Hügelvolk der Avar eine ernstzunehmende Bedrohung für die nördliche Ebene. Das Reich von Tevinter war auf dem Plan erschienen und hatte große Mühe, Invasionswellen aus Süden und Westen zurückzuschlagen. Es erreichte eigens die Festung Ostagar, um Horden der Chasind zu melden, falls sie nördlich der Baumlinie auftauchten. Deren Anspruch auf die Ebene wurde erst in den ersten Hälfte des göttlichen Zeitalters durch eine Niederlage gegen die legendären Helden Haftar endgültig zunichte gemacht. Heute gelten die Chasind gemeinhin als friedlich, wenn ihre Sitten auch im Vergleich mit den unseren immer noch primitiv sind. Sie leben in der Korkari-Wildnis in seltsamen Hütten, die auf Stelzen oder sogar in Baumkronen errichtet sind. Sie bemalen ihre Gesichter und zerfallen in zahlreiche kleine Stämme, an denen Spitze jeweils ein Schamane steht, ganz ähnlich wie bei den Avar. Es gibt viele Geschichten, denen zufolge die Schamanen ihre Magie von den Hexen der Wildnis gelernt haben. Diese Hexen werden ebenso gefürchtet wie bewundert, obgleich nicht einmal ihre Existenz zweifelsfrei bewiesen ist. Vor allem Flemeth, die mächtigste aller Hexen der Wildnis, wird bei allen Stämmen verehrt. Es ist nicht bekannt, wie viele Chasind derzeit in der Wildnis leben, aber die wenigen Reisenden jener Gefilde erzählen, dass sie sogar in den vereisten Öden des tiefen Süden Ansiedlung haben. Es ist davon auszugehen, dass wir hier in Ferelden allen Grund zur Sorge hätten, falls die Chasind sich jemals wieder im großen Stil organisieren würden. Dass wir sie derart ignorieren, ist ziemlich leichtsinnig. So, ich muss jetzt mal kurz ein Schlückchen Wasser trinken, weil so viel reden, ne? Schon Gesichtsmuskeltraining, muss ich schon sagen. Ja, so ein Schluck Wasser. Tut gut. Geschichte von Ferelden, Kapitel 1. Das Ferelden, wie wir es heute kennen, existierte vor dem erhabenen Zeitalter überhaupt nicht. Vielmehr zerfiel das Tal in
in Dutzende Clans der alten Alamari, die ständig miteinander Krieg führten. Es ging dabei um Land, Ehre, die Treue der Grundbesitzer und einmal sogar um den Namen eines Lieblings-Mabari. Doch im 33. Jahr des erhabenen Zeitalters wurde Kaelin Hatherin und der Terran von Denerim und alles änderte sich. Was wir heute über die Gründung unserer Nation wissen, stammt zumeist aus alten Liedern, die die Barden über die Zeitalter weitergegeben haben. Dort finden sie wilde Übertreibungen und auch klare Lügen, aber das ist in den wissenschaftlichen Arbeiten einiger meiner Zeitgenossen nicht anders. Dichter und Scholaren sind sich nicht einig, wie er es geschafft hat. Doch klar ist, dass Kaelin hat sich der Unterstützung durch den Zirkel der Magie versichert hat, der ihm zudem eine silbrig-weiße Rüstung anfertigte, die weder Pfeil noch Klinge durchdringen konnte. Kaelin hat führte seine Armee durch das Tal, eroberte Redcliffe, die Festung wurde überhaupt nur dreimal erfolgreich belagert und ernannte beim Landting vor den Bents selbst zum König. Die Dichter behaupten, dass alle Lords ohne Widerwort vor Kaelin hat niederknieten, dass er zuvor die Versammlungshalle von Aschekriegern und treuen Magiern des Zirkels umstellen ließ, verschwiegen die Balladen jedoch im Allgemeinen. Kaelin hat begründete die Therin-Linie von Königen und Königinnen, die ohne Unterbrechung bis ins 44. Jahr des gesegneten Zeitalters herrschten. Dann erfolgte der Einmarsch der Orlesianer. Der rechtmäßige König musste aus Denerim fliehen und 70 Jahre lang saß eine Marionette auf dem Thron. Aus Ferelden, Folklore und Geschichte von Schwester Petrine, Scholarin der Kirche. Geschichte von Ferelden, Kapitel 2. Die Besetzung ist eine dunkle Episode der Geschichte von Ferelden. Unser Volk, das seit Anbeginn der Zeit seine Freiheit als höchstes Gut betrachtet hatte, stand plötzlich unter orlesianischer Herrschaft. Das Reich erklärte unsere Elfen zu Eigentum und verkaufte sie wie Vieh. Chevaliers plünderten regelmäßig Bauhöfe, nahmen Geld, Lebensmittel und sogar Frauen und Kinder mit und nannten das Ganze Steuern eintreiben. 70 Jahre lang wurde auch kein Landting abgehalten, denn der Thron des Reichs hielt unsere überlieferten Gesetze für Hochverrat. König Brendel konnte entkommen und versuchte, die anderen Lords zur Rückeroberung ihrer Ländereien zu bewegen. Doch er war weder klug noch überzeugend und die Adligen zogen es vor, sich alleine zu behaupten. Ferelden wäre noch heute ein Teil des Reichs, wenn nicht die Brendels Tochter all die Führungsqualität gehabt hätte, die ihrem Vater fehlten. Das Wirken der Rebellenkönigin begann mit einem mitternächtlichen Überfall auf die kaiserliche Waffenkammer von Lothering. Er verlief erfolgreich und mit den erbeuteten Waffen zogen die Rebellen gegen die Orlesianer in den Krieg. Der Wendepunkt kam, als sich ein junger Landbesitzer namens Logan McTeer der Armee der Königin anschloss. Ich glaube, die heißt, wartet mal, das steht in dem Buch. Irgendwas mit R. Nicht Robin. Ronan? Nee, nicht Ronan. Rowan. Rowan heißt sie, genau. Rowan heißt die Königin. Er war ein ungewöhnlich guter Stratege und stieg bald zum Berater des jungen Prinz Merrick auf. Die Königin wurde schließlich von Sympathisanten der Orlesianer getötet, die das Wohlwollen ihrer Herren... Nee, das war doch nicht Rowan. Gott, jetzt bin ich durcheinander. Die Königin wurde schließlich von Sympathisanten der Orlesianer getötet, die das Wohlwollen ihrer Herren erlangen wollten, und Merrick nahm ihren Platz als Rebellenführer ein. Logan wurde Merricks rechte Hand. Gemeinsam begannen sie einen neuen Feldzug gegen die Unterdrücker, an dessen Ende die Schlacht am Dane stand, bei der die letzten Chevaliers in Denerim beseitigt wurden. Die Hauptstadt war wieder in der Hand des Volkes von Ferelden und der Befreiungskampf endlich vorüber. Aber der Kampf um den Wiederaufbau hatte gerade erst begonnen. Genau, die Geschichte von Logan und Marek, die ist eben auch als Buch zu kaufen. Das ist Dragon Age, der gestohlene Thron, so heißt der Titel. Falls ihr euch das mal durchlesen möchtet. Ist ein gutes Buch. Die Kultur von Ferelden.
Die Bewohner Ferelden sind ein Rätsel. Als Volk trennt sie lediglich ein schlechter Tag von ihren barbarischen Wurzeln. Sie haben Invasionen von Tevinter zur Hochzeit des Reichs zurückgeschlagen, mit nichts als ihren Hunden und ihrem Starrsinn. Sie sind ein raues, stures, unreines und chaotisches Volk, aus dem irgendwie unsere Prophetin erwuchs. Es löste ein Zeitalter der Erleuchtung aus und zwang das größte Reich der Geschichte in die Knie. Im Umgang mit diesen Leuten gibt es nur wenig Verlässliches. Zum Ersten geht ihnen Loyalität über alles, sie zählt mehr als der Wohlstand, Macht und Vernunft. Zum Zweiten sind sie enorm stolz darauf, ihre Errungenschaften, obwohl es in dem ganzen Land nichts gibt, was irgendwie bemerkenswert wäre. Zum Dritten solltet ihr ihre Hunde nicht beleidigen, sonst erklären sie euch den Krieg. Und abschließend, das sicherste Anzeichen dafür, das Volk von Ferelden zu unterschätzen, ist der Trugschluss, es verstanden zu haben. Kaiserin Selene die Erste von Orlais in einem Brief an ihren frisch ernannten Botschafter in Denon. Die Kultur von Ferelden, Bedeutung der Hunde. Bei meinen Reisen durch andere Länder werde ich häufig gefragt, warum Hunde in Ferelden so wichtig sind. Ich sage dann stets, dass es bei mir zu Hause auch nicht mehr Hunde gibt als im Land des Fragestellers. Wie in jeder zivilisierten Ecke von Faders werden die Hunde bei der Jagd eingesetzt, sie halten Scheunen und Lagerhäuser frei von Eindringlingen, hüten Tierherden, bewachen Häuser oder arbeiten sogar als Lasttiere in den Bergen. Der Unterschied ist lediglich, dass man das alles in Ferelden mehr zu würdigen weiß. Und der Grund dafür liegt vermutlich in der Mythologie verborgen. Hafter, der Erste, der den Titel Terrin führte, jener Mann, der unsere Vorfahren, die Alamari, vereinte und die dunkle Brut bei der zweiten Verderbnis zurücktrieb, war angeblich der Sohn eines Werwolfs. Das war vermutlich eher eine Beschreibung seines Temperaments oder eine Methode, ihn überlebensgroß erscheinen zu lassen. Aber über die Hälfte aller Adelsfamilien von Ferelden führt sich auf Hafter zurück und daher glaubt ein Großteil unseres Volkes, es sei entfernt mit den Wölfen verwandt. Und seine Verwandten behandelt man nun auch gut. Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genetivi. Merkt euch diesen Namen gut, meine Damen und Herren. Der Bruder Genetivi, von dem werden wir noch öfter hören. High Ever. Schloss High Ever steht dem göttlichen Zeitalter als kein unabhängiges Benorn war, sondern lediglich eine Art Außenposten des wachsenden Benorns Amaranthine. In den Tagen, bevor Amaranthine selbst ein Alturm wurde. Der Außenposten High Ever wurde ursprünglich von der Familie Elston beherrscht, Verwandten der Haus. Aber im Zeitalter der Türme wurde Ben Konobar Elston von seiner Frau Flemeth ermordet, wodurch die Blutlinie erlosch. Konobars Hauptmann, der Wache Sarim Kuslen, übernahm Ländereien und Titel. Die Kuslens erklärten ihre Unabhängigkeit von Amaranthine, was zu einem 30-jährigen Krieg führte. Als wieder Ruhe einkehrte, war High Ever unabhängig und im Besitz der Hälfte der Ländereien, die vormals den Südwesten von Amaranthine gebildet haben. Im schwarzen Zeitalter wurde High Ever ein Terran? Hylia Kusland hatte die Lords unter ihrem Banner versammelt, um die Werwölfe aus dem Land zu verjagen. Und der Titel Turner wurde ihr praktisch nebenbei verliehen. Heute ist High Ever eines von lediglich zwei verbliebenen Turners, womit die Familie Kusland einzig dem König untersteht. Doch die Familie Kusland wurde bei einem Überraschungsangriff durch den Aal Hau von Amaranthine nahezu ausgelöscht und das Schicksal der Turners hängt derzeit in der Schwebe. Ja, und wir sind mittendrin. Lothering. Im frühen Zeitalter war Lothering kaum mehr als ein Handelsposten der Festung Ostagar im Süden. Heute ist das Dorf größer und versorgt Redcliffe sowie die Händler und Oberflächenzwerge in der Nähe von Orsamar. Seine Lage an der Nordstraße ist strategisch relevant, weshalb die Kontrolle über Lothering früher ein Streitfall zwischen dem südlichen Benorn und dem Alturm Südhang war. König Kellenhard selbst sprach das Dorf im erhabenen Zeitalter Südhang zu, was den Zwist beendete, zumindest nach außen hin. Die Grauen Wächter. Die erste Verderbnis hatte bereits 90 Jahre gedauert. Die Welt lag im Chaos. Ein Gott hatte sich erhoben, böse und verdorben. Die verbliebenen Götter von Tevinter schwiegen und waren verschwunden.
Die Quellen jener Zeit sind voller Verzweiflung, denn jeder, vom höchsten Archon bis zum geringen Sklaven, war überzeugt davon, dass der Untergang unmittelbar bevorstand. In der Feste von Weißhaupt im trostlosen Anderfels fand ein Treffen statt. Soldaten des Reichs, erfahrene Veteranen, die ihr ganzes Leben einen hoffnungslosen Krieg geführt hatten, kamen zusammen. Als sie Weißhaupt verließen, hatten sie ihren Schwur gegenüber dem Reich gebrochen. Sie waren nicht länger Soldaten, sie waren graue Wächter. Die Wächter begannen einen aggressiven Feldzug gegen die Verderbnis, schlugen die dunkle Brut zurück und eroberten Landstriche, die bereits als verloren gegolten hatten. Die Verderbnis war noch lange nicht vorbei, aber ihre Siege erregten Aufmerksamkeit und schon bald wurden sie von jeder Nation in Daedas unterstützt. Ihre Zahl wuchs ebenso wie ihr Ruf. Schließlich kam es im Jahre 992 des Reichs von Tevinter. Ich denke, 9? Achso, okay. Das war 992? Das wird wahrscheinlich dann das erste Zeitalter sein. Des Reichs von Tevinter auf den schweigenden Ebenen zur Schlacht gegen den Erzdämon Dumat. Ja genau, das ist das erste Zeitalter. Ein Drittel der vereinigten Armeen des nördlichen Thedes fiel dabei, aber Dumat wurde erschlagen und die dunkle Brut floh unter die Erde. Doch selbst das war noch nicht das Ende. Das Reich hat einst 7 Götter verehrt. Dumat, Sazikel, Thoth, Andoral, Razikel, Lusakan und Uthemiel. 4 haben sich als Erzdämon wieder erhoben. Die grauen Wächter haben durch die Zeitalter stets Wache gehalten und wohlwissend, dass der Frieden vergänglich ist und dass ihr Krieg erst beendet ist, wenn sie den letzten Drachengott besiegt haben. Die Korkari-Wildnis. Es heißt, mitten während des schwarzen Zeitalters, als Werwölfe in solcher Zahl Ferelden heimsuchten, dass die Bauern in den Häusern blieben und jeder Hof einen Hund hatte, habe sich als mächtiger Aal der Alamari erhoben und geschworen, er werde der Bedrohung ein Ende bereiten. Sein Aalturm lag an der Grenze des dunklen Waldes in den südlichen Ausläufern des Tals von Ferelden und er behauptete, die Werwölfe würden ihre mitternächtlichen Angriff auf die Menschen in diesem Wald vorbereiten. Das klingt für mich sehr stark nach dem Spiel Werwolf, meint ihr nicht? 20 Jahre lang führte der Aal eine Armee von Kriegern und Hunden tief in den Wald hinein. Er erschlug bei seiner Jagd auf Werwölfe nicht nur jeden Wolf, sondern auch alle vom wilden Volk der Chasen. Jeder von ihnen, so sagte er, könne einen Dämon in sich beherbergen und womöglich ein getarnter Werwolf sein. 20 Jahre lang hallte der Wald wieder von Schreien und die Flüsse führten rotes Wasser. Der Legende zufolge fand eines Tages eine alte Frau der Chasen all ihre Söhne tot auf, durchbohrt von den Schwertern des Aals. Sie zog eine der Klingen aus den Herzen eines ihrer Söhne, steckte sie sich in die eigene Brust und verfluchte dabei den Aal. Als ihr Blut den Boden berührte, erhob sich ein Nebel. Er legte sich über den gesamten Wald. Die Armee des Aals verirrte sich und man erzählt, sie seien alle dort gestorben. Andere behaupten, sie würden immer noch herumwandern. Die Ruinen des Aalturms stehen heute noch und in ihnen warten die Geister von Frauen bis in alle Ewigkeit auf die Rückkehr ihrer Ehemänner. Bei dem Wald aus dieser Legende handelt es sich natürlich um die Korkari-Wildnis. Es gibt über den großen Wald im Süden ebenso viele Geschichten, wie es dort Schatten gibt, so sagt man. Das wilde Volk der Chasen lebt dort, seit der Mensch das Land zum ersten Mal betreten hat. Die Wildnis reicht noch viel weiter in den Süden, als die meisten Menschen vermuten. Jenseits des Nebels liegen schneebedeckte Gebiete, Berge mit weißen Gipfeln und weite Felder aus Eis. Es ist zu kalt, als dass Menschen überleben könnten, und doch haben sich die Chasen auch dort angesiedelt. Sie erzählen von Schrecken, die sich die Bewohner der Ebene nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Die meisten sind der Ansicht, dass Ferelden mit der Korkari-Wildnis endet. Dahinter ist nichts mehr. In der Wildnis gibt es große Bäume, feuchte Marschgebiete und gefährliche Monster. Was soll man dazu noch sagen? Diejenigen, die erobert werden wollen, den Himmel mit Gewalt zerstörten ihn. Was Gold und rein war, wurde schwarz. Die einzigen Magierlords, die klügsten ihrer Zeit, waren nicht länger Menschen, sondern Monster, die dunkle Brut. Die Hebamme der dunklen Brut auf die Welt, die Hebamme, die der dunklen Brut auf die Welt half, war die Sünde.
Die Magister stürzten aus der goldenen Stadt und ihr Schicksal beinhaltete auch unsere Welt. Denn sie waren nicht allein. Niemand weiß, woher die dunkle Brut kommt. Sie sind eine düstere Verhöhnung der Menschen, vermehren sich in dunklen Ecken, einer Heuschreckenplage gleich. Bei Überfällen nehmen sie oft Gefangene, die sie lebendig in den tiefen Wegen zerren, um sie zu fressen, wie die Beweise vermuten lassen. Denn wie Spinnen zieht es die dunkle Brut vor, wenn ihre Opfer noch atmen. Vielleicht bringt sie einfach die Finsternis hervor. Wir wissen doch, dass es dem Bösen nicht schwerfällt, sich selbst zu reproduzieren. Die letzte Verderbnis fand im Zeitalter der Türme statt, griff zunächst wieder einmal das Herz von Tevinter an und breitete sich dann südwärts Richtung Orlais und gen Osten in die freien Marschen aus. Die Seuche gelangte bis nach Ferelden, aber das Absterben des Bodens machte weit vor unserer Grenze Halt. Hier war die dunkle Brut nie mehr als der Stoff von Legenden. Im Norden allerdings, vor allem in Tevinter und Anderfels, sucht die dunkle Brut das Hinterland heim, überfällt Bauern und abgelegene Dörfer und ist eine ständige Bedrohung. So, jetzt kommen wir endlich mal zu dem spannenden Teil, und zwar die Charaktere. Da haben wir schon die Hälfte. Alistair. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Alistair war ein Novize der Templer, als Duncan ihn für die Grauen Wächter rekrutierte. Oder rettete, wie Alistair sagen würde. Seine Mutter war ein Dienstmädchen und starb, als Alistair noch sehr klein war. Eine Zeit lang zog ihn Eamon Gorin auf, der Aal von Redcliffe. Isolde, die Frau des Aals, vermutete im Interesse ihres Mannes an dem Sohn einer Dienerin, dass Eamon Alistairs Vater war und bestand darauf, den Jungen in die Obhut der Kirche zu geben. Königin Honora. Unsere Vorfahren haben uns das Geschenk der Freiheit gemacht, das sollten wir nicht verspielen. Honora, das einzige Kind des Kriegshelden Logan McTeer, hat sich nie still im Hintergrund gehalten. Jeder weiß, dass in den 5 Jahren von Honoras und Kaelins Herrschaft sie die eigentliche Macht innehatte. Das Volk von Ferelden, Adlige wie Bürgerliche gleichermaßen, verehrten sie weitaus mehr als ihn. Selbst fremde Staaten haben vor ihr Respekt. Kaiserin Selene von Orlais sagte sogar einmal, Honora von Ferelden ist die einzige Rose unter dem Dornengestrüpp. König Kaelin Tharin. Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Kaelin, Sohn des legendären König Merrick Tharin, war der erste König von Ferelden seit 2 Generationen, der über ein Land herrschte, das nicht unter Fremdherrschaft stand. Seit dem Tod seines Vaters saß er neben Honora, seiner Königin, auf dem Thron. Er fiel zusammen mit Duncan bei Ostergau. Sir Cothrian. Manche von uns wissen, was Ehre und Loyalität ist. Cothrians Weg in Logans Dienste war ungewöhnlich. Sie entstammte einer armen Familie und arbeitete eines Tages auf dem Feld, als sie sah, wie ein Reiter von mehreren Räubern angegriffen wurde. Sie eilte ihm zu Hilfe und erfuhr erst später, dass der Mann, den sie gerettet hatte, der große Held Logan war. Obwohl sie kaum in den Kinderschuhen entwachsen war, nahm er sie bei seinen Soldaten auf, wo sie durch pure Entschlossenheit rasch im Range aufstieg, zur Kommandantin von Merricks Schild, Logans Eliteeinheit, ernannt zu werden, war der stolzeste Moment ihres Lebens. Sir Cothrian war diejenige, die wir in der Cutscene gesehen haben, nachdem wir das Feuer im Turm von Ishal entzündet haben. Das war die, die so ein bisschen unsicher war und Logan meinte, das ist ein Befehl. Das ist so eine Brunette gewesen. Könnt ihr euch ja nochmal anschauen in meinem Let's Play. Mika. Der Mabari ist schlau genug, um zu sprechen, und klug genug, es nicht zu tun. Sprichwort aus Ferelden. Der Kriegshund von Freydis hat einen längeren Stammbaum als High Ever und neigt dazu, Köcher abzulenken. Wichtige Facts. Duncan. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die Grauen Wächter opferten alles, um den vorrückenden dunklen Einhalt zu gebieten, und siegten. Wie viele andere auch, gab Duncan seinen Familiennamen auf, als er den Wächtern beitrat. Eine symbolische Geste für das Durchtrennen aller Bindungen.
Doch in seinem Fall war es vielleicht einfacher als sonst. Seine Mutter stammte aus Anderfels und sein Vater aus Tevinter und er hatte seine Kindheit in den freien Marschen und in Orlais verbracht. Seine Familie war überall und seine Heimat nirgends. Ihm war die nahezu unmögliche Aufgabe übertragen worden, die Wächter von Ferelden anzuführen. Ein Königreich, das den Orden 200 Jahre zuvor des Landes verwiesen hatte. Trotz Misstrauen und Feindseligkeit seitens der Einheimischen machte er sich auf, Rekruten zu finden. Er fiel in einer Schlacht bei Ostagar gegen eine Übermacht dunkler Brut an der Seite von König Caelan. Es gibt auch hier ein Buch, ich weiß gerade nicht, wie der Titel heißt, aber das Buch ist von der Chronologie gesehen das zweite, also das nach Der gestohlene Thron, meine ich. Wartet mal, ich muss das mal ganz kurz googeln. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Das ist The Calling. Dragon Age The Calling. Da geht es um Duncans Vergangenheit, wie er auch als junger, erwachsener, Jugendlicher agiert hat. Ist auch sehr zu empfehlen, weil dort wichtige Charaktere beschrieben werden, die es wahrscheinlich hier im Spiel nicht geschafft haben. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Also The Calling ist wirklich ein gutes Buch. Al-Imen Göran. Der Adel ist nicht ohne Verpflichtungen. Wir schulden alles, was wir haben, sogar unser Leben, unserem Land und unserem Volk. Al-Imen ist als König Caelans Onkel einer der engsten Vertrauten des Königs. Radcliffe ist zwar weder ein besonders großer noch ein reicher Teil von Ferelden und liegt aber an einer strategisch entscheidenden Stelle. Die Festung bewacht den Pass im Westen, der nach Orlais führt und auch die Haupthandelsroute mit Orsamer bildet. Der Aal wird von allen respektiert, ist allerdings nicht wirklich eine Führungspersönlichkeit. König Caelan hat einmal über ihn gesagt, mein Onkel Imen ist ein Mann, den jeder sehr schätzt, sofern er sich an ihn erinnert. Eine unbekannte Krankheit ergriff ihn, die nicht einmal Magie heilen konnte. Flemeth. Ihr sollt überhaupt nichts, glauben schon gar nicht. Der Legende nach nahm Ban Konobar vor sehr langer Zeit eine wunderschöne junge Frau zur Gattin, die magiebegabt war, das aber geheim hielt. Flemeth aus High Ever. Eine Zeit lang lebten sie glücklich miteinander, bis der junge Dichter Osen auftauchte, der das Herz der Dame mit seinen Versen eroberte. Die beiden ersuchten bei den Stämmen der Chasend um Hilfe und versteckten sich in der Wildnis vor Konobars Zorn, bis sie schließlich die Kunde erreichte, dass Konobar im Sterben lag. Sein letzter Wunsch war, Flemeths Gesicht noch einmal zu sehen. Die Liebenden kehrten zurück, doch es war eine Falle. Konobar tötete Osin und sperrte Flemeth im höchsten Turm der Burg ein. In ihrer Trauer und Wut wirkte Flemeth einen Zauber und beschwor einen Geist in diese Welt, um sich an ihrem Gatten zu rächen. Aber ihre Rache verlief anders als geplant. Der Geist ergriff Besitz von Flemeth und verwandelte sie in eine Abscheulichkeit. Wahnsinnig und böse tötete sie Konobar und all seine Männer und floh zurück in die Wildnis. 100 Jahre lang stahl Flemeth Männer von den Chasend und zeugte mit ihnen monströse Töchter, die Menschen vor Furcht tot zu Boden sinken lassen konnten. Die Korkari-Hexen führten eine Armee der Chasend aus der Wildnis gegen die Stämme der Alamari an, sie wurden jedoch von dem Helden Cormac besiegt und allesamt verbrannt. So heißt es. Doch bis heute munkelt man in der Wildnis, dass Flemeth immer noch dort lebt und mit ihren Töchtern alle Männer dahin rafft, die ihnen zu nahe kommen. Morrigans Mutter rettete den letzten grauen Wächtern auf der Spitze des Turms von Ishal das Leben. Aber wer oder was Flemeth wirklich ist, bleibt ein Geheimnis. All Random How. Es wird wunderbar sein, noch einmal die Schlacht zu reiten, nicht wahr, alter Freund? Das Aalturm Amaranthine liegt an der nordöstlichen Küste von Ferelden. Das wache Meer ist für seine Launen bekannt und die Stürme, die aus dem wärmsten Norden hereinbrechen, sind wild und grausam. Hier herrscht Randon Howe.
Er wurde während der Besatzungszeit geboren und schloss sich wie viele Adlige jener Zeit Prinz Merricks Rebellen an. Er kämpfte an der Seite von Bryce Cousland, dem zukünftigen Terran von High Ever, und Leonas Bryland, dem zukünftigen Aal von Südtang, in der blutigen Schlacht am Weißen Fluss. Es war die schlimmste Niederlage der gesamten Besatzungszeit. Nur 50 Rebellen konnten lebend entkommen. Obwohl ihn König Merrick für seine Tapferkeit auszeichnete, ist Hau wegen seines ruppigen Verhaltens unter seinesgleichen eher unbeliebt. Als Bryce seine Leute zur Unterstützung des Königs nach Ostaga sandte, nutzte Hau die Gelegenheit und griff High Ever an. Er tötete viele Menschen und nahm dann Land und Titel für sich in Anspruch. Vor allem Bewohnern des Schlosses Cousland überlebte nur Freydis. Liliana. Im Kloster abseits der Hektik und Unruhe der Stadt habe ich Frieden gefunden und in dieser Stille konnte ich den Erbauer hören. Eine leine Schwester der Kirche, die ausgebildete Söldner verprügeln kann, ist an sich schon bemerkenswert, aber wenn sie auch noch behauptet, der Erbauer selbst habe sie in den Kampf gegen die dunkle Brut geschickt, dann ist das ziemlich ungewöhnlich, gelinde gesagt. Sie schloss sich Alistair und Freydis in Lothering an und bestand darauf, dass sie sich als nützlich erwiesen würde. Logan McTeer. So hört, ich werde keine Bedrohung dieses Landes dulden, von euch nicht, von niemandem. Logan wurde als Bauer geboren, in seiner Zeit, als sein Land von ausländischen Truppen besetzt war. Doch als Kind schloss er sich dem Widerstand an, wo sein taktisches Genie schon bald auffiel. Er wurde ein enger Freund von Prinz Merrick, dem letzten rechtmäßigen Erben des Throns von Ferelden, und gemeinsam führten sie die Rebellen an und vertrieben die Streitkräfte des Reichs von Orlais. Merrick erhob seinen Freund in den Adelsstand und heute ist Logan fast schon mehr ein Symbol als ein Mann. Er steht für die wichtigsten Ideale Fereldens: harte Arbeit und Unabhängigkeit. Bei der Schlacht von Ostaga floh er vom Schlachtfeld und überließ König Kaelin und die Grauen Wächter dem Untergang. Dann kehrte er nach Denerim zurück und erklärte sich selbst zum Regenten seiner Tochter, Königin Elnora. Er verlangte, dass Ferelden sich seinem Kampf gegen die dunkle Brut anschloss, was einen größten Teil des Bands sehr verstimmte. Morrigan. Hexe der Wildnis? Alles nur wilde Fantasien und Legenden. Könnt ihr nicht selber denken? Morrigan erzählt nur wenig von sich. Sie leugnet nicht, eine Hexe der Wildnis zu sein, aber darüber hinaus bleibt alles über sie selbst ungeklärt. Ihre Mutter behauptet, Flemeth zu sein. Falls das wahr ist, könnte Morrigan eine enorm mächtige Hexe sein, denn Berichten zufolge sind Flemeths Töchter böse, monströse Frauen, die allein durch Furcht töten können. Sie sollte die überlebenden Grauen Wächter begleiten, im Ausgleich dafür so Flemeth, dass sie deren Leben beim Turm von Ishal gerettet hatte. Stan. Wenn ihr kein Bedauern kennt, habt ihr entweder ein beneidenswert schlechtes Gedächtnis oder ihr führt ein erbärmliches Leben. Die Inseln des Nordens sind weit entfernt. Dort gibt es dichte Dschungel mit Städten, die zu den außergewöhnlichsten zählen sollten, die je erbaut wurden. Hier leben die Kunari und kein anderer hat je etwas davon gesehen. Nur die Geschichten über die drei erhabenen Märsche gegen die Riesen haben den Süden erreicht. Entschuldigung. Bis zur Ankunft von Stan. Der stoische Riese im Käfig war sicher das Seltsamste, was man in Lothering je gesehen hatte. Zumindest bis zur Verderbnis. Bantigan Grell. Das Benorn wird sich nicht beugen, nur weil ihr es verlangt. Tegan, der jüngere Bruder von Al-Eamon und von Redcliffe und Onkel von König Kaelin, ist Ben von Rhaenysphere, einer kleinen Provinz bei Redcliffe. Zwischen dem Frostgipfelgebirge und dem Kaelin hat sie gelegen. Ben Tegan vermeidet den Hof von Denerim, außer wenn er mit seinem Neffen auf Jagd geht, und ergreift beim Landting nur selten das Wort. Die Politik überlässt er lieber seinem Bruder. Win. Ich werde nicht reglos im Bett liegen, die Decke bis zum Kinn hochgezogen und darauf warten, dass der Tod mich holt. Wins Fähigkeiten traten schon früh zutage von allem, was Heilmagie angeht. Alle ihre Mentoren mochten sie und sie galt als außerordentlich begabt. Selbst die Templer mussten zugeben, dass sie das Beste war, was der Zirkel zu bieten hatte. Sie war eine intelligente junge Frau, ruhig, selbstbewusst und reifer, als ihr Alter vermuten ließ.
Sie verbrachte die Jahre damit, im Zirkel Schüler auszubilden, und ihre Kollegen hatten eine so hohe Meinung von ihr, dass sie gebeten wurde, den Nachfolger des ersten Verzauberers Irving anzutreten. Sie lehnte mit der Begründung ab, dass sie kein Interesse daran habe, einen höheren Rang zu bekleiden. Als König Kaelins Ruf zu den Waffen im Turm bekannt wurde, meldete sich Wynn freiwillig dafür, nach Ostagar zu gehen. Wynn ist die alte Dame, die wir ganz am Anfang gesehen haben, als wir Ostagar betreten haben. Boah, jetzt haben wir hier natürlich noch Bücher und Lieder, aber ich glaube, die werde ich jetzt mal auslassen. Ach ja. Ach, dann haben wir jetzt eigentlich so ziemlich alles gelesen und meine Güte, habe ich jetzt viel geplappert. In der nächsten Folge geht es wieder ein bisschen ruhiger zu, mit ein bisschen mehr Cutscenes auf jeden Fall. Ja, aber wo geht es denn dann hin, fragt ihr euch vielleicht. Ich kann es euch mal zeigen. Denn, ja, wir müssen erstmal unsere Auswahl machen. So. Wir haben die freie Auswahl. Wir können entweder nach Redcliff oder zum Hafen des Kaelinhardsees. Wir könnten auch zum Sulcherpass, Frostgipfelgebirge, Grenzbereich des Brasilienwaldes, Ban Lawrence Ländereien. Jetzt können wir auch noch nach Lothurin wieder oder nach Denerim. Und es wird erstmal nach Redcliff gehen. Da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut und besser gesagt zugehört habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!